Lass uns die Strecke bis Kurve 1 im Kopf durchgehen. Wenn wir es ruhig angehen, fahren wir aus einer guten Position heraus. Wir müssen es nicht gleich am Anfang des Rennens übertreiben. Und mit diesen Worten begrüße ich euch hier zum Grand Prix von Bahrain. Wir sind auf dem Bahrain International Circuit und werden hier heute das Rennen fahren. Ja, ich bin bereits das Rennen gefahren. Jedoch mit dem Problem, dass meine Festplatte voll war. Somit konnte die halt nichts mehr aufzeichnen und hat nach 2 Minuten aufgehört. Fangen allein mit Verstappen in Turn 1. Aber wir konnten uns immerhin auf Rang 4 nach vorne schieben. Vettel konnte sich seinen Platz verteidigen. Und Butler marschiert aktuell so ein bisschen davon. Gut gemacht, Partner. Guter Start. So, jetzt hier ruhig bleiben, keine überhektischen Sachen machen. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Ich wollte gerade sagen, wirkt so, als ob die Teile ein bisschen stabiler geworden sind. Komm, komm, komm. Es ist schwierig, hier einen Fuß zu halten. So, DRS ist noch nicht freigegeben. Thank you.
Butler vorne ist verdammt langsam unterwegs im Verhältnis gesehen. Ja, da warte ich auf den neuen Reifen. So, Runde 4. Diese Runde, jetzt mach Druck. Das Auto hinter dir fällt zurück. Eine Lücke bildet sich. Also Platz lassen kennt die KI immer noch nicht. Sie fährt stur ihre Linie weiter. Das heißt, wenn du dazwischen bist, ist der das egal. So, wir haben kein DRS. So, Flügelschaden reparieren, nein. Da ist nicht ausschlaggebend genug. Los, los, los! Die Ampel ist für die Katz, weil die sieht man nicht. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant.
Oh, Giovinazzi! Sebastian kommt gerade an die Box. Sebastian an der Box. Jetzt haben wir natürlich einen größeren Schaden. Ich will jetzt einfach mal zurückspulen. Ich habe jetzt sofort Wiederholung. Es ist halt echt schwierig hier mit dem Verkehr. Der Abstand zum Hintermann beträgt 1,5 Sekunden. Das ist halt die Frage, sind wir jetzt vor Butler draußen oder nicht? Ja. Beide Ferrari vor beiden Mercedes. Und zwei letztjährige Formel 2 Fahrer in Führung. Danach ein Langzeit F1-Fahrer und dann wieder ein Formel-2-Fahrer. Gut gemacht, super überholt. So, nächste Runde noch fett und dann gehe ich wieder zurück von der Mischung her. Und da kommen die Mercedes nicht wirklich gut vorbei an ihm. Hat Zeit gekostet. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,0 Sekunden.
Da schaut man hier ein bisschen zurück. Wir brauchen nicht mehr die volle Power. Wir konnten nämlich relativ gut von unserem grünen Überholmanöver am langsamen Kollegen von McLaren, genau, Lando Norris, konnten wir nämlich relativ gut hier profitieren. Und wenn wir jetzt konstant 34er Zeiten weiterfahren können, dann wäre das geil. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Vettel noch von den zwei Mercedes geschluckt werden wird. Wir sind nämlich schon verdammt nah dran an ihm. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Wir werden dann nochmal in Runde 13 und 14 das Ganze genießen, mit fetter Spritmischung zu fahren. Und Butler ist schon durch. Vettel kämpft sich zurück hier, aber Butler kann die Gegenwehr von Vettel nochmal abwehren. So lauter das Ganze auf der Karte verfolgen, habe ich hier richtig viel Zeit verloren. Sonst wieder auf uns konzentrieren. Drei Sekunden Zeitstrafe, das ist gar nicht gut. Ah, okay, wobei. Hier ist Jeff, du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst ihr die Rennleitung eine Strafe. Ich hab schon eine Strafe, Kollege. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Daniel Ricciardo ausgeschieden, das ist jetzt aber schade. Das entspricht zwar der Realität.
etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. 6 Sekunden jetzt auf Vettel. Die geben sich ordentlich da hinten im Feld. Achso, okay, Achtung, da steht er. Gelbe Flaggen vor dir. Kein Überholmanöver in der gesicherten Zone. Sei vorsichtig, bis du wieder grüne Flaggen siehst. Ja, wie ich gesagt habe, Vettel wird sicher noch von beiden geschnupft. Meine Reifen gehen in die Knie. Irgendwas fühlt sich komisch an bei meinem Auto. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Einstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Was hatten gerade meine Bremsen? Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Irgendwas ist mit meinen Bremsen los. Ich hoffe, ich kann wenigstens die 3 Sekunden auf Butler halten, aber ich glaube, das geht sich schon aus. Puh, gewonnen. Das war ein hartes Stück Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist unser Sieger, der seinen Ferrari in den Parc Fermé fährt. Was für ein tolles Rennen. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Ja, 6. ist Verstappen. Der Siegerehrung sehen wir den roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg für ein Weltklasse-Team. Ferrari hat es wieder einmal geschafft. Und das Wichtigste, ich bin vor Butler. Da noch kein F1-Sieg hat, haben wir vorher zugeschlagen.
Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschmolzen. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ich muss sagen, Romain Grosjean hat heute mit Sicherheit meine Aufmerksamkeit erregt. Während des Rennens hat er auf beeindruckende Weise zugelegt. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis. Wir holen wieder 11 Punkte auf Mercedes auf. Ich habe an sich auf Butler und Hamilton und auch Vettel natürlich eine Meisterschaft aufgeholt. An sich ein schönes Resultat. 1-3 für Ferrari. So kann das weitergehen. Und ich glaube, der Schwierigkeitsgrad passt nicht so schlecht, weil ich war nur 13. schneller in der schnellsten Rennrunde als der zweitschnellste. Das heißt, das ist schon in Ordnung. Das können wir so lassen. Wie schaut es jetzt eigentlich aus in der Rangliste? Dort führt Hamilton vor Butler. Dann sind wir. Dann kommt Weber und dann kommt Vettel. Das heißt, wir haben uns da schon gut nach vorne gekämpft. Das passt, da bin ich glücklich. Das ist auf jeden Fall hier fürs ganze Team schon mal ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Konstrukteursrangmäßig haben sie jetzt 27 Punkte Vorsprung auf uns mit 74 zu 47. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Rennen aus. Es kommt noch ein Interview, aber das schneide ich dann im Nachhinein noch kurz ran. Ciao, Leute.